Die französische Königin Marie Antoinette soll kurz vor der Revolution den Satz gesagt haben: Wenn Sie kein Brot haben, warum essen Sie dann keinen Kuchen? Das ist ihr später zugeschrieben worden, werden wir gleich sehen, ist nie so der Fall gewesen bei ihr. Aber Robert Habeck, der Wirtschaftsminister der drittgrößten Industrienation, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, hat heute einen Satz gesagt, der ziemlich genau auf dieser Ebene von Marie Antoinette respektive dem ihr zugeschriebenen Satz liegt. Er hat nämlich gesagt zu Volkswagen: Ihr heißt doch Volkswagen und nicht Luxuswagen. Warum baut ihr nicht ein E-Auto für 20.000 Euro? Das ist in etwa, und das will ich vor dem Faktenhintergrund zeigen, etwa mit einem Vergleich zwischen BYD und Volkswagen, das ist in etwa dasselbe als dieser Zuruf an die Hungernden: Ja, wenn ihr kein Brot habt, warum esst ihr denn dann keinen Kuchen? Es ist schlichtweg unmöglich, und es zeigt diese unselige Vermischung zwischen Inkompetenz auf der einen Seite und Wunschvorstellungen, Wunschträumen, Ideologie auf der anderen Seite. Das geht eine Mischung ein, die dann dazu führt, dass Deutschland immer weiter nach unten tendiert ökonomisch und wenig Aussichten hat, wenn sich hier das Mindset nicht ändert. Und deswegen will ich mal ein bisschen einen Faktenabgleich machen, was Robert Habeck da eigentlich wirklich gesagt hat. Und ich würde mich mal interessieren, was die Volkswagen-Chefs auf diesen Anwurf ihm erwidern, vielleicht mal unter vier Augen, oder sind die so brainwashed inzwischen, dass sie sich nicht mal zu trauen, die Fakten auf den Tisch zu bringen. Also los geht's, wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Also da hat faktisch Robert Habeck, der einen Magister in Germanistik, Philosophie und Philologie hat, alles ehrenwert, bin auch ein geisteswissenschaftlicher Magister, also darum geht es gar nicht, aber der hat auf jeden Fall niemals in einem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, und der sagt einem weltweit agierenden 300 Milliarden Konzern, wie die Welt funktioniert, und das alles in einer Situation, wo ja nicht zuletzt seine Wirtschafts- und Energiepolitik in nahezu allen Bereichen ihm derzeit um die Ohren fliegt. Und dann eben dieser Satz: Baut ein Elektroauto für 20.000 Euro, ihr heißt Volkswagen und nicht Luxuswagen. Das ist schon vielleicht ein bisschen frech, aber eben repräsentativ für ein Mindset, eine Ideologie, die sich die Welt so ausmalt, wie sie sie gerne hätte, um dann festzustellen, dass die Welt nicht so ist, weswegen die Welt ja falsch ist und nicht die Ideologie. Das ist das Kennzeichen all derjenigen, die tendenziell in Wolkenkuckucksheim leben. Und wir wollen uns mal, oder wollen mal starten mit dem Vergleich etwa der Kosten. Also warum können die Hauptkonkurrenten in Sachen E-Mobilität, das sind die chinesischen Autobauer, und ich greife hier mal BYD raus, den größten chinesischen Autobauer. Da schauen wir uns mal die Lohnsituation in China an, etwa im Vergleich zwischen Tesla, die ja in China auch produzieren, und der BYD. Und wir sehen, Tesla zahlt etwa das Doppelte an Löhnen wie BYD, wie wir hier oder wie hier eine Plattform zeigt, ist also bei den Lohnkosten etwa bei 1.300 Dollar pro Monat BYD. Merken wir uns, 1.300 Dollar bekommt ein durchschnittlicher BYD-Mitarbeiter. Und das entspricht in etwa, liegt teilweise ein bisschen drüber, dem chinesischen Einkommen, was normalerweise bezahlt wird für eine Vollzeitstelle. Wollen wir gleich nochmal abgleichen, etwa mit den deutschen Löhnen. Die liegen im Durchschnitt bei 5.000 Dollar. Deutschland. China liegt bei 1.300 Dollar durchschnittlich. Das heißt, in Deutschland hat man durchschnittlich gesehen die vierfachen Lohnkosten wie in China. Und Lohnkosten sind ja für ein Unternehmen, das so viele Mitarbeiter hat wie VW. VW hat etwa so viele Mitarbeiter, wie die Stadt Stuttgart an Einwohnern zählt. Ist das natürlich ein relevanter Faktor? Und wir wissen, dass Volkswagen ja sehr, sehr gute Löhne auch im Branchenvergleich zahlt. Und das schauen wir uns hier mal an. Die niedrigste notierte Stelle, die ich gefunden habe auf Kununu, ist ein Kfz-Mechatroniker. Der verdient um und bei 36.000 Euro brutto pro Jahr. Das ist, wie gesagt, das Niedrigste. Alles, was so ein bisschen, naja, höher qualifizierter noch unterwegs ist, wobei ich hier nichts gegen Mechatroniker sagen will. Das ist wahrscheinlich inzwischen bei der Technik der neueren Autos sehr, sehr anspruchsvoll.
War auch bei früheren Autos schon, finde ich, anspruchsvoll. Vor allem für mich jedenfalls. Ein Monteur zum Beispiel 50.000 Euro, Systemanalytiker 79.000, 80.000 Euro, Softwareentwickler 72.000 und so weiter und so fort. Also wir können sagen, naja, so 50.000, 60.000 wird ein der durchschnittliche Volkswagen-Mitarbeiter wohl nach Hause bringen, vielleicht 45, manche sagen 60, wie auch immer. Also 60.000 Euro, jetzt vergleichen wir das mal eben mit der BYD, die kommen etwa auf 28.000 Dollar. Also es ist sozusagen ein Vergleich, der von den Kosten her schon deutlich hinkt. Das passt nicht zusammen. Das ist das Erste. Jetzt kommt das Zweite. Batterie ist mit Abstand das teuerste in einem E-Fahrzeug, ganz klar. Das ist die Komponente, die bei den Kosten richtig reinknallt. Deswegen versuchen alle E-Autobauer eben diese Kosten hier nach unten zu kriegen. Das ist den Chinesen weitgehend gelungen. Vor allem den Chinesen weitgehend gelungen. Warum können die Chinesen diese Batterien günstiger herstellen? Weil die Stoffe, die du dazu brauchst, in China vorhanden sind, nicht aber in Deutschland vorhanden sind. Und die Deutschen müssen das teuer einkaufen aus China. Und die machen da natürlich auch ein schönes Geschäft damit. Das heißt, die teuerste Komponente kostet die Chinesen etwa die Hälfte. Aber man soll jetzt also mit BYD konkurrieren, die Autos in Deutschland etwa anbieten oder in China etwa anbieten, E-Fahrzeuge, ja, ebenso im Bereich von 20.000, 24.000 Dollar für ein durchschnittliches BYD-Fahrzeug in China. In Deutschland werden sie ein bisschen teurer anbieten, weil sie es eben können. Hier sehen wir nochmal, dass Volkswagen in etwa so groß ist wie ganz Stuttgart, also fast 600.000 Leute. Apropos Stuttgart, ich bin durchaus der Auffassung, dass Schwaben auch Menschen sind, im Mindesten humanide Züge tragen, nicht? Also gewisse Charakteristika haben in dieser Hinsicht, aber Schwamm drüber. Also wir sehen, da ist sehr, sehr viel Manpower hinter Volkswagen. Sehr, sehr viele Angestellte, dementsprechend eben der Lohnkostenfaktor für Volkswagen extrem relevant. Und wir haben gesehen, dass die Herrschaften bei Volkswagen sehr, sehr gut verdient haben, auch im Vergleich zu anderen deutschen Autokonzernen sehr gut verdient haben. Jetzt sehen wir mal die Autoabsätze oben von BYD und Volkswagen im Vergleich. Und wir sehen, 2024 hat BYD Volkswagen deutlich überholt. Und das vor dem Hintergrund, dass Volkswagen viel mehr Autos, vor allem E-Autos, produziert, als man verkauft. Das heißt, sie haben eine Form von Überproduktion. Sie produzieren zu viele Autos, weil der Absatz dafür nicht reicht, weswegen Robert Habeck ja sagt, wir müssen hier die E-Auto-Verkäufe wieder ankurbeln durch Subventionen. Offenkundig geht es eben nicht ohne Subventionen, als die Bundesregierung, Habeck, Scholz und auch Lindner über Nacht die Prämie oder die Subventionen für E-Autos gestrichen haben, ist der Absatz von E-Autos ja massiv eingebrochen. Jetzt versucht man irgendwie das Ganze wieder hinzukriegen, weil dieser Markt offenkundig selbst nicht tragfähig ist, müssen jetzt Subventionen her. Und das wiederum bedeutet, dass jemand, der ein Elektrofahrzeug fährt, die in Deutschland ja nicht günstig sind, tendenziell ein Gutverdiener ist, nicht selten ein Staatsangestellter, der die Grünen wählt, und der wird dann finanziert durch jemand, der beim Supermarkt an der Kasse sitzt, der kann sich kein E-Auto leisten, aber der muss die Subventionen durch seine Steuern mitfinanzieren, die dann derjenige, der sich diesen Wagen leisten kann, eben hintenrum noch reinbekommt. Das ist natürlich sozial unfassbar gerecht, könnte man sagen, und so sehen wir, dass Volkswagen natürlich jetzt auch checkt, wir haben ein bisschen zu viel Produktion für zu wenig Absatz, also streichen wir doch mal erst alle befristeten Arbeitsplätze im Werk Zwickau, so ist es zunächst mal passiert. Jetzt hat man auch angefangen seitens von Volkswagen die Preise zu senken, hier mal ab dem 1.10.24 für den ID3, also ein altes Modell. Und Habeck hat ja gesagt, Luxuswagen, also ein ID3, ist jetzt kein Luxuswagen von der Fahrzeuggröße oder das ist kein Oberklassewagen. Das ist jetzt nicht ein Luxusmodell, dass man sagen könnte, ja, ihr heißt doch nicht Luxuswagen, sondern Volkswagen. Also das ist völliger Blödsinn. Und da sehen wir, dass also ein veraltetes Modell, was schon jahrelang auf dem Markt ist, jetzt mit Schnäppchenpreisen von 33.330 Euro angeboten wird für die Pure Version.
Edition, also für die absolute Standardausführung, alles was dann ein bisschen besser ist, kommt noch ein paar Tausender oben drauf. Also man bemüht sich seitens von Volkswagen, weil sonst werden diese Autos auf Halde verrotten. Und Volkswagen hat, by the way, ja auch ein kleines Pensionskassenproblem, nämlich die Unterfinanzierung. Mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand, ein riesiges Defizit in seiner Pensionskasse. Da kommt lange nichts, da kommt Siemens und Allianz. Also da ist ein Riesenproblem, das sozusagen ja im Hintergrund noch schlummert. Und all das vor der Situation, dass die Autoabsätze einbrechen, nicht nur man den Markt in China weitgehend verloren hat, indem man lange dominant war, sondern auch in Europa seit Corona deutlich weniger verkauft und schon gar nicht E-Autos verkauft. Und hier sehen wir nochmal das, was ich anfangs gesagt habe, dieser Satz, der Marie Antoinette zugeschrieben wird, qu'il mange de la brioche, also das heißt eigentlich nicht Kuchen, sondern Brioche ist hier gemeint, warum essen Sie kein Brot, warum, wenn Sie kein Brot haben, warum essen Sie dann keinen Kuchen, also wörtlich ist hier Brioche, aber das Ganze stammt eigentlich aus den Bekenntnissen von Jean-Jacques Rousseau, der hier sozusagen eine Großfürstin auftreten lässt, die Nachricht bekommt, dass die Bauern kein Brot hätten und dann sagt sie, ja, dann sollen sie doch Brioche essen. Also das nur mal zur Ehrenrettung von der guten Marie Antoinette, die ja erst 1770, also kurz vor der Revolution, überhaupt nach Frankreich kam oder beziehungsweise als junges Mädchen, als Österreicherin dann eben nach Frankreich kam, diesen Satz faktisch gar nicht sagen konnte, aber Antimonarchisten haben ihr diesen Satz dann eben in den Mund gelegt, um die Realitätsferne zu zeigen, die damals beim Adel der Fall war. Und wir haben jetzt sozusagen einen Gesinnungsadel, der meinte, dass die Dinge ähnlich gelagert sind, wie der Adel wahrscheinlich die Lage in Frankreich eingeschätzt hat, nämlich ziemlich falsch. Und das Ganze wird dann gefüttert durch vermeintliche Ökonomen wie Claudia Kempfert, die aus meiner Sicht keine Ökonomin ist, sondern eine Klimaaktivistin. Und hier sagt jemand, wer solche Ökonominnen hat, ja, noch gegendert natürlich, der darf sich den Abstieg des Wirtschaftsstandorts nicht wundern. Jürgen Trittin genießt derzeit jetzt seine Kugel Eis, die ja angeblich die Deutschen die Energiewende kostet. Jetzt ist aber das Problem mit dieser Kugel Eis, dass sie immer teurer wird. Hier sehen wir mal die Industrieproduktion in Deutschland in Relation zur Industrieproduktion in der Welt. Und wir sehen, das Rote ist die Welt, das Blaue ist in Deutschland. Also irgendwas läuft da ein bisschen schief. Und es ist, wie hier dieser Twitter-Account sagt, nicht nur die Energiewende, es ist die Resignation in einem Land, bei dem die Bürger seit Jahrzehnten die Erfahrung machen, Probleme werden nicht angegangen, sondern es geht einfach immer irgendwie so weiter. Und man muss natürlich auch den Leuten die Schuld geben, die eine Merkel wählen, weil sie sagt, sie kennen mich. Und ebenso dieses weiter so, lasst uns hier ganz entspannt mal in Sicherheit so weiter vor uns hin dümpeln, das ist natürlich tief in der deutschen Mentalität scheinbar verankert. Und dieser Twitter-Account sagt auch, ja, eigentlich sollte kein Euro mehr in Solar und Wind fließen, weil wir haben ja das Problem, dass wir entweder zu viel Wind und Sonne oder zu viel Energie produzieren durch Wind und Sonne, die wir wiederum nicht speichern können. Jetzt wird ja immer noch weiter zugebaut, aber in Situationen, wie wir sie jetzt zuletzt zweimal hatten, zwei Dunkelflauten im November und jetzt im Dezember, bringt das alles nichts. Da kann ich noch 5 Millionen Windkraftanlagen bauen zu den schon über 30.000 bestehenden. Es hilft nichts und das bedeutet, wir sind dann angewiesen auf das Ausland, das derzeit not so amused ist, aber nochmal zurück zu Kempfert, zu Habeck, da hat dieser junge Mann, der jetzt bei der Welt eine sehr wichtige Rolle spielt oder im Springer-Konzern eine wichtige Rolle spielt, Poschardt, den kann man mögen oder nicht mögen. Jedenfalls am Ende sagt er, möchte man einfach nur, dass sie ihre Klappe halten, dass sie still vor den Scherben des von ihnen angerichteten Unheils innehalten. Ihr moralisierender Unfug hat das Land gegen die Wand gefahren. Das hat schon länger vorher begonnen, aber auf jeden Fall hat sich das Tempo des gegen die Wand Fahrens doch deutlich beschleunigt. Und mir geht es hier gar nicht um Habeck persönlich. Ich finde den jetzt, es gibt schlimmere Menschen wahrscheinlich auf der Welt. Aber er ist eben das Symptom, er ist an entscheidender Stelle. Er bringt etwas durch seine Ideologie auf den Punkt und Daniel Eckert sagt hier eigentlich ganz einfach,
So nehme ich einen Anlagestratege. Ich mache immer genau das Gegenteil, was die Grünen in Deutschland wollen und verdiene mir eine goldene Nase. Und genau das ist wahrscheinlich das ganz gute Rezept. Deswegen sind manche froh, dass der Habeck und Konsorten wahrscheinlich da ist. Und wir haben dann auch zum Beispiel Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wird ja oft gesagt, ja, die Energiepreise seien doch gefallen und so weiter. Ja, aber von welchem Vergleichszeitpunkt, meine Damen und Herren? So sagt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Durchschnittliche Strompreis der letzten 12 Monate lag bei 75 Euro, 23 lag er bei 95 Euro, in der Energiekrise sogar bei 235 Euro. Das Problem ist nur, wo waren wir denn 2019 oder vor 2020? Waren wir unter 50? Und genau das ist ja das Problem für die deutsche Wirtschaft. Und das Problem für die deutsche Wirtschaft ist, dass du ein hochentwickeltes Industrieland bist und dann abhängig vom Wetter bist. Das Bundesministerium sagt ja, die gute Nachricht, zum Wochenende entspannt sich die Lage, da die Stromerzeugung aus Erneuerbaren wieder zunehmen wird. Hurra, wir gucken jetzt alle, wenn wir das Licht anmachen wollen zu Hause, gucken wir vorher den Wetterbericht, ob es gerade passt. Also das ist ja wirklich kaum mehr zu fassen. Und so sagt die Bundesnetzagentur weiter, die sichere Stromversorgung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wir haben genug Produktionskapazitäten. Gleichzeitig fordert man aber eben den Ausbau dieser Kapazitäten. Passt hinten und vorne nicht zusammen. Die Franzosen, so sagt Alexander Stahl, die sind, wenn die sagen, nö, haben wir keinen Bock drauf, die Deutschen mit zu alimentieren mit Strom, weil die so doof sind und in einer Energiekrise eine wichtige Energiequelle abschalten, dann ist dem so ähnlich eben wie die Norweger. Die wollen ja möglicherweise jetzt diese Versorgung Richtung Dänemark cutten. Wir haben von den Dänen, von den Schweden gehört, dass sie ganz begeistert sind und jetzt über Deutschland. Jetzt sehen wir, dass eben der Kohleausstieg 2030 in Gefahr ist, weil Habeck richtigerweise sagt, auch wenn es blöd ist, Energiesicherheit geht vor, aber jetzt haben wir halt diese Kohlekraftwerke, die natürlich schmutzig sind, die schon alt sind, im Durchschnitt 33 Jahre. Und vielleicht müssen wir nur alle ein bisschen in die Windmühlen blasen und es wird besser. Und so sagt etwa ein US-Energieexperte, die Amerikaner halten die Deutschen für verrückt, die Gasspeicher leeren sich im Alltempo und wir haben noch Glück, dass es nicht so kalt ist, aber die Gasspeicher leeren sich, weil wir eben die Gaskraftwerke hochfahren müssen. Dunkelflauten sorgen für instabile Strompreise, LNG-Gashändler zahlen lieber eine Strafe, als nach Deutschland zu liefern. Viele Amerikaner halten Deutschland für verrückt und destruktiv, nur wir selber halten uns nicht für verrückt und destruktiv. Und jetzt sehen wir hier, während der Robert und die Seinen im Jahr 2045 also endlich klimaneutral und fröhlich in der Höhle sitzen, sehen wir oben mal die US-Ölproduktion und das alles noch vor Trump. Drill, Baby, Drill, das wird also noch deutlich mehr. Das heißt, ob wir jetzt klimaneutral sind oder nicht, spielt erstmal im Klimakontext überhaupt gar keine Rolle. Jetzt bin ich auch dafür, dass wir da was tun, aber wir müssten wahrscheinlich Milliarden in die Hand nehmen, um Forschung zu betreiben, damit wir auch möglicherweise fossile Brennstoffe, die einen Vorteil haben. Sie sind mit einer extremen Energiedichte behaftet, das heißt, die Effizienz ist wunderbar. Dass wir hier eben gegen Emissionen vorgehen, das wird der einzige Weg sein, der wirklich funktioniert, aber nicht so, wie es derzeit läuft. Wir sehen jetzt Evonik mit der Nachricht heute, 7000 Mitarbeiter, dann so ein Autoziellieferer, etwa Drechselmeier, 10% der Stellen heute. Jan Schnellenbach sagt, ja, die können wir ja alle zur Lieferketten-Sorgfaltspflicht zertifizieren, umschulen, genau. Ne, Gender-Jobs an Unis sind da noch reihenweise vakant, ja, da müsste viel mehr gemacht werden in dieser Hinsicht, gell? Und so sehen wir dann etwa hier in Medien Engpässe bei Trinkwasser und Lebensmitteln. Hier ein Kollege von mir im Süden Deutschlands, der hatte bei sich Stromausfall, genau ist noch nicht klar, warum das war, aber meinte, nach einer Zeit ging das Handy nicht mehr, weil eben dann auch die Mobilfunkmasten ausfallen. Bingo! Und das kann dann ziemlich unangenehm werden. Es ist wahrscheinlicher, dass wir Brownouts sehen, also dass gesagt wird, wir müssen mal hier, oder Industriebetriebe müssen Produktionen stoppen, als dass wir Blackouts bekommen. So viel ist klar, aber, oder zumindest wahrscheinlich ist es zu hoffen, sagen wir mal. Aber hier die Japaner übrigens, die haben
haben jetzt ihre Energie in ihren Energieplan komplett auf Nuclear Power Maximum Use umgestellt. Wir wissen, dass alle anderen auch in Richtung kleiner Reaktoren gehen, um hier eben die Energiesicherheit herzustellen. Aber wir gehen einen anderen Weg und können uns nicht beklagen, wenn wir dann in einer solchen Situation sind. Und auf diese Situation reagiert auch die EZB. Da gab es, wie heute bekannt wurde, durchaus einige, die einen großen Zinsschritt sehen wollten, auch weil Frankreich in Trouble ist, wo jetzt der Zentrist Bayrou gewählt oder ernannt wurde, genauer gesagt, von Macron, wird das Problem nicht lösen. Bayrou hat aber der Le Pen mal einen Gefallen getan, einen wichtigen Gefallen, deswegen vielleicht gar kein so schlechter Schachzug. Er hat nämlich damals unterschrieben, dass Le Pen zur Wahl antreten kann und sie brauchte solche Stimmen oder solche Unterschriften wie von Bayrou und deswegen könnte es sein, dass Le Pen erstmal ein bisschen weniger aggressiv auf diesen eigentlich doch nicht mehrheitsfähigen Kandidaten reagiert. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, da kommen wir in die USA und da ist heute etwas passiert, was es seit 800 Tagen nicht gegeben hat und was als das sicherste Signal gilt für die Rezession, dass man überhaupt bekommen kann. Wir sehen heute erstmal Euphorie an der Wall Street und dann ist diese Euphorie etwas verpufft. Warum das so ist, zeige ich im zweiten Teil, ist eins dabei. Ich packe den Link wieder unter das Video. Servus, ciao.